wäre jetzt aber neu. Da scheint aber nichts zu. LOL! Der war gut! Hallöchen, meine lieben Pikachus, was geht ab? Samstag ist es wieder Zeit für Trap King. Heute ist es Samstag, also Trap King. Hallo, Pat. Hallo. Was geht? Wir werden jetzt wieder runterfliegen und uns gegenseitig Fallen bauen. Ihr wisst Bescheid, falls ihr mehr sehen wollt, einfach einen Daumen nach oben dalassen, kostenlos abonnieren. Und jetzt viel Spaß haben, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch so zu Ostern wünscht oder was ihr so zu Ostern bekommt. Ein kleines Präsent. Ich habe ein paar oder werde ein paar Schokolädchen bekommen, wie eigentlich jedes Jahr. Pat ebenso. Nein, er ist auf Diät. Genau. Geh mal schwimmen da unten. Und ja, jetzt bauen wir und legen los. Bis gleich. Kleine neue Regel hier. Der Pat darf nicht im Game-Mode bauen. Ich schon. Pat muss sich alles, was er heute an Fallen bauen will, selbst erfarmen. Okay. Also ja, geh schon mal auf Höhlentour, ein bisschen Redstone suchen, ne? Du weißt Bescheid. Und dann, legen wir jetzt los. Also, übermorgen gibt es dann die Folge. Ciao. Genau heute, vor einer Woche, kam ein Merch raus. Bis heute sind von den 100 Sachen knapp über 80 weg. Sprich also gar nicht mehr so viele verfügbar. Falls ihr euch jetzt noch ein schönes Beats-Motiv von mir sichern wollt, dann würde ich mich freuen. Beats-shop.de, gönnt euch einfach mal was. Oder schaut rein und guckt, ob es euch gefällt. Und jetzt legen wir einfach mal los mit den Fallen. Wir beginnen zu bauen mit hier einer Fläche. Ihr seht es, also er spawnt hier und wird dann hier oder sieht dann hier eine große oder größere Fläche mit ein paar random platzierten Steinen. Hier ist eine Truhe, in der nichts drin ist. Wenn er weiterläuft, findet er hier noch eine Truhe, da ist auch nichts drin. Dann findet er hier drunter, Moment, noch eine Truhe, da ist auch nichts drin. Und hier links ist dann eine Truhe. Wenn er die drückt, stirbt er. Also ja, eine coole Falle, weil er denkt, er hat etwas gefunden, was cool ist, aber na, ist nicht so cool, ehrlich gesagt. Damit dann auch wirklich er stirbt, schreiben wir einfach mal sicherheitshalber Crafting Pad hier rein. Besser ist das. Und haben somit eine erste kleine Trollfalle, die ein bisschen nerven kann, gebaut. Kleines zusätzlich eingebautes Secret, liebe Freunde. Also da stirbt er. Er muss allerdings dann wirklich einen Button finden, damit er hier nicht denkt irgendwie, dass hier irgendwas sein sollte oder ist. Baue ich hier mal alles ab und setze es voll mit Goldblöcken. Das soll hier gar nicht irritieren. Und zwar, die Wand sieht jetzt ein bisschen anders aus als gerade. Hier seht ihr eigentlich nichts Auffälliges. Allerdings, wenn ich hier dann diesen Button drücke, zack, seht ihr da hinten, Moment, ja, da geht eine Tür auf. Und diese Tür bringt ihn dann weiter. So, hier kommt dann direkt eine schöne Falle hin, weil er denkt, oh, ich habe endlich was gefunden. Und dann müssen wir ihn erstmal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringen und Grascovering hinsetzen. Hier geht es dann auf jeden Fall weiter. Ich muss jetzt nur kurz die Falle hier wieder zubauen, genau, oder beziehungsweise den Geheimgang. Und dann können wir hier weitermachen. Für danach habe ich mir auch was Cooles einfallen lassen. Also wir waren ja hier stehen geblieben. Er kommt hier durch den Gang. Ich fange dann an, hier mit Kobbel zu bauen, beziehungsweise habe angefangen. Und er sieht schon eine Treppe. Okay, so, was passiert? Er läuft hier durch, kriegt Blindness und fällt dann hoffentlich in diese Falle hier rein. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es könnte klappen. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall eine andere Art und Weise und es wäre cool, wenn er dann hier reinfallen würde. Das wäre auf jeden Fall ziemlich lustig. Und ja, eigentlich geht es dann irgendwo anders weiter. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier... ja komm, ich setze hier wieder ein Loch hin und dann geht es hier weiter. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. Dann hat mir wieder ein Zuschauer was Cooles in die Kommentare geschrieben. Also, wenn er hier runterfällt, baue ich hier zwei Schalker-Boxen ein. Einmal diese, wo nichts drin sein wird, und einmal diese, wo er sich quasi durchbuggen kann. Das kennt ihr natürlich. So, er buggt sich dann hier durch und kommt dann hier irgendwo durch, keine Ahnung. Und hier baue ich ihm dann noch einen etwas größeren Raum. Aber was wir machen, Leute, wir bauen hier extra die Decke so hoch, dass er nicht darauf kommt, dass er den Bug überhaupt anwenden kann. Weil für den Bug braucht man ja einen Block über sich. Und ja, ich meine, ein Barrier-Block ist auch ein Block, oder sehe ich das falsch? Er sieht am Ende des Tages nichts. Ich habe ihn extra das Ganze hier rot markiert. Er sieht nicht, dass hier irgendwas ist. Er wird ja auch im Game Mode 2 sein, aber er kann sich trotzdem durchbuggen, was eine richtig coole Idee war. Das hat mir nämlich ein Zuschauer, ja, so als kleine Hilfestellung gegeben oder als Tipp, als Vorschlag, wie auch immer. Und ja, dann kommt er hier durch und ich finde das relativ nice, muss ich sagen. Nachdem er dann hier durchgefallen ist, kommt hier nochmal ein größerer Raum und hier, ich weiß nicht warum, ich bin heute ganz lustig drauf, aber hier werde ich nochmal Haken und Fäden platzieren. Hier kommt dann gleich eine Todeslava-Falle hin und ich meine wirklich eine Todeslava-Falle, denn wir werden hier
hinter Lava platzieren, aber hier sind ja Barrierblöcke vor, oder was? Also ich habe Barrierblöcke vorgesetzt, so viel meine ich. Und ja, das sieht doch cool aus, ne? So eine Lavawand. Das wird ihn, glaube ich, auch voll davon abhalten zu denken, dass hier überhaupt irgendwas auf dem Boden ist. Die sieht cool aus, die Lavawand. Dann sind hier so ein paar Schilder, weil durch die Schilder kann er durchlaufen und dann in die Lava fliegen, wenn ihr wisst, was ich meine. So, das heißt aber, ich brauche ihm nur noch hier Speed geben. Ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Also ihr fallt hier runter, zack, kommt hier durch und zack. Perfekt, oder? Oder soll ich ihm noch ein bisschen mehr Speed geht noch, Leute. Ein bisschen mehr Speed ist immer gut. Andersrum, ich vertausche das immer. So, neuer Test. Man kommt hier runter und... ja, das könnte klappen. Ich glaube sogar, das ist ganz cool. Also, haben wir hier eine mega coole Falle am Start. Erstmal hier Effekte clearen. Und dann hier wieder schön Crafting Pad reinschreiben. Das ist sicherer. Und dann bauen wir hier ein Ziel ein. Allerdings mit einer kleinen Änderung. Ganz zum Schluss ist es ja wieder ganz schön, wenn man ein bisschen in die Luft gesprengt wird. Und das machen wir einfach mal. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und schnell hier weg, damit wir auch ja nicht irgendeine Mine hier aktivieren. Aber das ist eine coole Lavawandfalle, wie ich finde. Und wir fragen mal gleich, ob der Pet fertig ist und können dann loslegen, würde ich sagen. Pet, ich sehe deinen Namen hinter der Wand. Bist du fertig? Ja, ich bin ready wie eine Ready-Flunder. So. Okay. Okay, dann darf ich loslegen? Ja. Okay, das Ganze sieht cool aus, wie so ein Paintball-Ding. Okay, hier komme ich. Okay. Hier sind schöne Farben. Da komme ich nicht durch. So. Okay, hier komme ich aber hinterdurch, alles klar. Okay, ich weiß nicht, was... Pet. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ach so, ja, okay, schon gut. Nee, schon gut. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber hier ist irgendwas ist hier passiert. Hallo, ich habe vergessen, dass du ja noch sterben sollst. Was? Ach so, ja, auf jeden Fall, du sollst da sterben. Irgendwie. Ach so. Ach so, du hast einfach nur ein Loch dahin gebaut. Ja. Ja, gut. Das ist ein bisschen... aber das war so, dass es erst so super spät auslöst, weißt du? Ja, deswegen dachte ich mir, vielleicht, wenn du in übervorsichtigen Modus bist, zuckst du zurück Ach und so, fällst dann trotzdem da rein. Jetzt, das war meine Idee. Ja, okay, erstmal war sehr lange, also... Das stimmt. Oh, hoppala. So, dann... Ach, hier komme ich gar nicht durch. Ich muss außen rumlaufen. Okay, verstehe. So, jetzt haben wir hier... Das ist schon irgendwie wieder voll komisch, was hier... Die Kiste kann ich nicht, die kann ich öffnen. Aber es passiert nichts. Ich kann einfach nicht weiter. Kann ich hier drauf? Nee. Hä? Ich wundert's gerade aber, dass ich hier... Ja stimmt, mit Teppich drüber kann man eine Kiste ganz normal öffnen. Ist dahinter was? Nee. Hä, aber was ist denn jetzt meine Mission hier? Muss ich wieder irgendwas wegschmeißen? Nein, ne? Nee. Moment. Hast du diesmal kein... Obwohl doch, du hättest ein Item bekommen, aber tatsächlich ja, musst du nichts wegschmeißen. Ich habe ein Item bekommen. Okay, und hier unten war... Warte mal, da ist ja was. Nee. LOL! Also ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber das war der heftige Trap hier, dass ich da nochmal runtergesprungen bin. Eigentlich krass. Das muss also merken. Wirklich, ja, das muss man sich merken. So. Wir gehen nochmal durch. Also hier. Hä? Also es wäre sogar schon fast das Ende, ne? Aber also es war eigentlich heute nur so, dass ich dich ein bisschen nerven wollte durch die ganzen Sachen. Aber komm ich weiter? Du kommst weiter, ja? Ja, dann lass mich doch weiter. Nee. Hallo, ich will weiter! Es gibt sogar eine Lösung. Aber okay, du kommst ja nicht drauf. Ja, ich komm nicht drauf. Es hat was mit der rechten Kiste zu tun, mit der blauen. Ach, warte mal, irgendwas reinlegen vielleicht? Nee. Ach, da ist bestimmt was drin. Och, ich bin so dumm. Meine eigenen Tricks schon wieder. Wieso komme ich da nicht drauf? Hellgraue Glasscheibe. Ja, aber was muss ich jetzt damit machen? Ich kann damit ja nichts abbauen, Pet. Das stimmt. Krass, ich hab mich heute einfach doppelt hops genommen. Das hätte ich nicht gedacht, ne, dass das so easy bei dir geht. Ach, hier ist noch eine. Ist eine zweite, drin. Genau. Ach, lol! Nein! Nein, das gibt's ja nicht! Das war ja krass. Cool. Nice, ich hab's geschafft. Ja, gut, das war wirklich gut. Der war gut. Du darfst loslegen, Pinkie Pat. Viel Glück. Also, ich werde sofort eine Vermutung abgeben. Ja. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass diese Steine hier Minen sind, aber anscheinend doch nicht. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, muss ich dir sagen, dass diese... Also ich dachte echt, dass diese Steine, nein, das Steine wär, Minen das wär, sind. Das wäre ja einfach nur lost. Ah, die Toys zu.
So, guck mal nach. Und hier ist... Ah, nicht, dass du den gleichen Trick gemacht hast, ne? Das kann natürlich jetzt auch sein. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht mit den Kisten. Ja, es sind keine Redstone-Truhen. Das könntest du eigentlich sofort erkennen. Ja, jetzt weißt du, warum ich darüber den Carpet gepackt habe. Mhm. Damit du nicht von oben reinschauen kannst. Ja, ja. Da ist irgendwas drunter, glaube ich. Okay. Wie er tut, als würde er es nicht wissen. Noch nie davon gehört? Heavy. Das wäre jetzt aber neu. Das scheint aber nichts zu... Lol. Der war gut. Nice. Wie kann man das denn machen? Was denn? Wenn man da dran geht, dass man stirbt. Nö, mit einem Command-Block. Ach so, doch, ja klar weiß ich das. Ja klar. Da einfach ein Command-Block hinter. So, du musst ja aber was finden, was du noch nicht gefunden hast. Das macht... Ah, hier. Ja, sehr nice. Wow. Ja, das war's für heute. Du hast gewonnen. Ja, dann Leute, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da und nicht vergessen. Ciao. Ciao. Ah, lol, hat das hier aufgegangen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Oder war es schon die ganze Zeit offen? Nee. Nee, ich wusste es. Besonders, es war halt so, es war so klar, weil warum sollte da jetzt einfach Gras kommen, wenn danach wieder Steine folgen? Aber gut. Ja gut, kann ja auch was mit der... Also tatsächlich, Pat, kann es was mit dem Bauen zu tun haben, weil die ganze Map halt voller Gras ist, verstehst du? So, dann laufen wir weiter. LOL! Was? Es hat geklappt. No way. Ja! Ich habe nämlich diesmal was anderes gemacht als sonst. Sonst hast du mit immer Blindheit, Speed... das war nicht schlecht. Sonst hast du immer Speed bekommen. Diesmal dachte ich, komm, gebe ich dir mal Blindheit und du siehst nur diese Treppe vor dir. Ja, ich habe da irgendwas schon gesehen, aber ich bin einfach wie so ein Dulli losgelaufen, deswegen. Also links und rechts außen ist nichts, kann ich dir schon mal sagen. Okay. Ja, aber ich habe jetzt gar nicht gesehen. Vielleicht ist da ja sogar was in der Lava. Dann muss ich da runter? Ich sehe ja gar nichts, das ist das Problem. Okay, du darfst jetzt deine Effekte clearen, weil jetzt sind sie nicht mehr notwendig. Oder Spawnpoint setzen. Okay, weiter geht's. Pat ist ziemlich weit gekommen bislang. Das geht nur, wenn ein Block über dir ist, Pat. Die Klassikerfalle hier, ne? Die kennen wir ja schon. So, was haben wir hier drauf? Nix. Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? Auch. Oh, lol, hä? Warte mal. Hä? War die Decke so niedrig? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nö. Oh, lol. Oh, okay. Hä? Ich weiß auch nicht, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin immer erstmal so schockiert, wenn ich in den Raum reingehe. Mann. Und deshalb schaffe ich das nicht, in die Lava zu rennen. Schade, dass die nicht geklappt hat, weil diese Falle fand weil ich immer ziemlich gut. Ich habe mich erstmal gewundert, okay, warum ist denn hier Lava? Aber ich habe die Schnur tatsächlich gar nicht gesehen, also... Ne, die sieht man auch nicht. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ah, schade. Okay, das Ziel hast du trotzdem noch nicht. Ah, lol, hä? Jetzt bist du im Ziel. Ah, jetzt bin ich im Ziel. Ach, Mann, eigentlich gute Falle, das mit den Fäden, also mit den Spinnnetzen da. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin so verwundert gewesen. Ich weiß nicht, warum du nie einfach läufst. Was ist denn mit dir? Ja, ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie, mich wundert das immer so. Warum?